Kälte. Was ist denn heute los? Ich kann gar nichts sehen. Und diese Kälte. Hey, Vorsicht, du wirst nass. Der See ist zugefroren. Die ganze Tutti-Frutti-Bucht ist gefroren. Ich wusste, dass das Eis die Tutti-Frutti-Bucht treffen würde. Wow, seht unsere Häuser an, wie cool. Ich liebe es. Können wir sie essen? Hä? Nein, ouch. Der Himbeersee ist zugefroren. Und die Früchte. Und mein Quai-Smoothie auch. Alles. Mir ist so kalt. Glaubt ihr, das waren die Fantasies mit ihren Kräften? Ich bin hier. Unglaublich. Hier ist alles gefroren. Und es ist so kalt. Aber ist das Haus nicht cool? Mir gefällt die gefrorene Tutti-Frutti-Bucht. Ja, schon. Aber es ist wirklich kalt. Keine Sorge, Babys. Ich habe bei Scarlett neue warme Pyjamas für euch bestellt. Hm? Wer bist du? Oh, kümmert euch nicht um mich. Kümmert euch mal lieber um das da. Hä? Wer ist dieses Baby? Und was meint sie mit das? Der Wasserfall und die Aromafabrik sind eingefroren. Spielen wir zum Aufwärmfang? Die Tutti-Frutti-Bucht ist gefroren. Gefroren? Wie ist das überhaupt möglich? Hier ist es auch so kalt. Ah, du schon wieder. Aber wer bist du? Ich bin Shana und das ist mein Haustier Shai. Shana weiß echt alles. Und sie braucht nicht einmal eine Kristallkugel wie Tina. Haha. Ich weiß, dass euch die Kälte zu schaffen macht. Also werde ich bei Scarlett auch noch ein paar Wintersachen für euch bestellen. Ja! Oje, Kira, wir haben noch nie so viele Bestellungen in so kurzer Zeit erhalten. Und sie bestellen immer mehr. Wow, es muss wirklich kalt sein. Kira, gib mir eine Wärmflasche. Das wird eine lange Nacht. So viele Babys brauchen warme Winterkleidung. Psst, psst. Kommt her, ich muss euch etwas Wichtiges erzählen. Ich weiß, woher diese Kälte kommt. Sie sickert durch den großen Fantasy-Baum. Ach, das denkst du dir aus. Die Kälte kommt aus dem Gefrierschrank. Sie hat recht. Wisst ihr nicht mehr, wie sich ein Loch im Baum gebildet hat? Aber mit der Hilfe von Stella und den Spezialschnullern haben wir es für immer geschlossen. Oder vielleicht doch nicht? Shana hat recht. Tina hat gesehen, dass es ein Loch gibt, durch das die Kälte entweicht. Es ist riesengroß. Oh. Aber warum kommt die Kälte da durch? Das verstehe ich einfach nicht. Shana? Shana? Es dreht sich nicht. Wir müssen es reparieren. Aber mir ist es fürchterlich, fürchterlich kalt. Hi, ich bin schon hier. Hä? Du schon wieder? Aber wer bist du? Entschuldigung, ich war etwas in Eile. Ich bin Shana. Hier habt ihr eure neuen Pyjamas. Schön, dich kennenzulernen. Gib mir ein Pyjama. Wow, neue Pyjamas, damit wir nicht mehr frieren. Danke, Shana. Ja, es dreht sich. Und jetzt machen wir wieder Quai-Juice. Trauben, Ananas, Wassermelone und Erdbeere. Der perfekte Mix für einen Cry-Juice. Aber das Obst ist gefroren. Zeig her, wird schon nicht so schlimm sein. Hä? So können wir keinen Cry-Juice machen. Oh nein. Wenn wir keinen Cry-Juice mehr machen können, müssen wir die Fabrik schließen. Nein, ich will Cry-Juice machen. Und ich will nicht, dass das an meiner Zunge klebt. Hier, versuch das. Die Milch mit der Erdbeere schmeckt wie leckere Eiscreme. Tutti Frutti Eiscreme! Wir werden das beste Eis aller Welten machen. Danke, Shana. Shana? Wo ist sie jetzt wieder hin? Die Kälte kommt durch das Loch im großen Baum. Es ist unser altes Heim. Los, bewegt eure Füße. Prinz und Prinzessin warten auf unsere Grüße. Gehen wir! Vielleicht sollten wir warten, bis es nicht mehr kalt ist. Wir Babysaurier sind an die Kälte gewöhnt. Shana! Ich bin wieder da und ich habe etwas für euch. Dieser ist für Kony, der hier ist für Dreamy und der hier ist für Crystal. Neue Kleidung! Sie sind so warm! Ihr seht so toll aus! Danke, Shana. Shana? Und gibt es dort auch Babys? Ist es sehr weit? Wie viele Welten gibt es dort? Zu viele Fragen. Die Antworten findet ihr da unten. Fortsetzung folgt.